So Leute, Entschuldigung, da bin ich jetzt wieder zurück. Im Stream natürlich auch. Und genau, wir können jetzt erstmal wieder aufs Ingame-Bild umschalten. Wir haben jetzt erstmal unseren Ersatz-Teamspeak, beziehungsweise ein lieber User von uns hat natürlich auch Teamspeaks am Start oder ein Teamspeak am Start. Und dort sind wir jetzt erstmal drauf, auch mit den anderen Leuten, die jetzt gerade hier sind. Und wir werden mal wieder aufs Ingame-Bild umschalten. Ich denke, das sollte eigentlich wieder alles passen. Und ja, liebe Leute auf dem Server, wie gesagt, tut uns leid, ne? Na, wenn der Teamspeak natürlich ist, natürlich unsere Schaltzentrale sozusagen für die Regie. Moment, der andere TS geht wieder. Geht wieder? Ja, gerade als du runtergegangen bist. Ja. Ja, ich aber jetzt ist hier. Na, ich hab den Dings nach, also. Ja, wenn ich gehen wir wieder rüber. Okay, warte mal. Dann werde ich mal einmal kurz rüber chillen. Alter. Ja, ich bin auch wieder drüben. Trotzdem danke, Alex. Ja, wir hatten. Oh nein, ich höre Musik. Oh nein, Moment, ich muss hier schnell kurz einmal lauter reden. Hallo. So. Genau. So. Ja, wir sind wieder da, denke ich mal. Genau. So, Leute, im Stream geht's natürlich auch. Ja, es war natürlich gerade ein kleines Problem mit jemandem wahrscheinlich, der uns halt irgendwie den Spaß heute verderben wollte. Aber es passiert das ein oder andere Mal, ne? Ich habe es vielleicht doch noch nebenbei geschafft, den Teamspeak kurz einmal neu zu starten. Und ich nehme mal an, das sollte eigentlich jetzt wieder alles passen. So, ansonsten Atombombe, bist du auch noch am Start im Stream. Und nicht wundern, ihr hört jetzt im Hintergrund Musik, die habe ich jetzt aber bei mir in der Playlist explizit angemacht. Also die hört ihr im Teamspeak jetzt leider nicht. Na, aber da, wir machen jetzt erstmal lieber weiter, ne, bevor ihr noch ewig lange warten müsst, ne? Und, sind natürlich, glaube ich, der ein oder andere ist jetzt, glaube ich, ausgetimt oder so. Ich guck mal, allgemein sind jetzt noch 102 Leute auf dem Server. Und, ich muss mal kurz gucken. Das ist natürlich blöd, ne, am Wochenende oder beziehungsweise, ne, wenn unsere Leute natürlich den Spaß verderben wollen. Ne, und wir erst spätzeitig darauf reagieren können, leider gerade, ne. Und Schwarze Nacht, danke, fuck yeah, für dein Follow. Ne, müsste eigentlich hoffentlich gleich noch eingeblendet kommen. Ich hoffe, jetzt sollte im Stream noch alles normal sein. Aber mit, siehst du, da kommt's, Schwarze Nacht, wie gesagt, Verkehr. Ne, und ich würde sagen, wir machen mal einen Rundruf, dass es weitergeht. Und wir müssen noch kurz einen Rundruf machen, dass es jetzt weitergeht. Und dann geht's auch sofort weiter, natürlich, ne? Und ansonsten, wie gesagt, ja. Manchmal ist es komisch. So, ich schreibe mal kurz auch nochmal ein Event, dass natürlich der Stream auch ganz normal weitergeht. Event in Alert, Entschuldigung. Und ja, ist natürlich wieder super geil. Nein, natürlich nicht, aber passiert halt, wie gesagt. Aber wir rechnen damit schon. Und ihr kennt das ja normalerweise, wie gesagt. Das wollte ich natürlich auch noch so machen. Und und natürlich das Event auch noch mit dazu, ne? Und von da aus würde ich sagen, gut, ihr habt lang genug gewartet, liebe Leute, ne? Für die Leute im Teamspeak, ich hoffe, ihr hört uns wieder alle ganz normal oder nicht ganz normal. Und, wie gesagt, Entschuldigung, natürlich, ne? Wir versuchen natürlich immer, das schnellstmöglich zu beheben, aber es war gerade kein anderer Admin da, außer ich, der auf den Teamspeak sozusagen Zugriffsrechte hatte. Ne? Und deswegen musste ich kurz nebenbei auch den Stream pausieren und sowas halt. Und, ja, das ist kacke. Egal. Wie gesagt, ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel. Wie gesagt, wir machen jetzt weiter, oder? Was haltet ihr davon, ne? Können wir weitermachen, oder wie schaut's aus? Ne? Genau, wir müssen natürlich auch wieder einen Rundruf machen, dass der Teamspeak wieder geht, ne? Oh, ich hätte das wieder vielleicht auch noch dazu schreiben sollen. So, machen wir mal so. Und ja, ansonsten werden die Leute jetzt nach und nach hier noch in den Teamspeak wieder reinkommen. Und aber es sind noch einige da auf jeden Fall. Ich denke mal, es sind noch so um die 30 übrig geblieben, vielleicht sogar Pi mal Daumen. Und seid ihr alle am Start oder seid ihr alle ready, ne? Wie schaut's bei euch aus, ne? Damit wir auch weitermachen können. Genau, unser Teamspeak ist wieder erreichbar. Danke, liebe Regie. Und ja, in der nächsten Prüfung, ne? Ja, nach langer Pause, ne? Wäre es darum gegangen. 9 Minuten Zeit habt ihr normalerweise theoretisch dafür. Und ja, es sind 45 Leute auf dem Event-Server. Ich weiß aber nicht, wie viele jetzt hier gerade noch im Event drin sind. Ich hoffe, es sind noch alle mit drin in der Lobby. Wenn nicht, macht halt nochmal ein TP-All in die Lobby vielleicht. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, ne? Liebe Regie. Weiß ja nicht, was die liebe Dark Energy zum Beispiel dazu sagt. Und
Achso, es sind 20 in L ausgeschieden. Okay, alles klar. Wurde mir gerade gesagt im Teamspeak. Und ich sehe gerade, ich im Teamspeak, Moment, gut, dass du es aber gemacht hast. Liquid Starch, normalerweise, ne? Gut. So. Von da aus würde ich sagen, ne? Wir sind endlich wieder online. Und von da aus würde ich sagen, natürlich, legen wir los, ne? Ich würde sagen, liebe Regie, ihr seid ja ready, oder? Wie schaut's bei euch aus? Okay, alles klar. Gut, wir sind wieder voll im Zentrum, ne? Und, ja, Labyrinth natürlich müssen die Leute schaffen. Hier gibt's auch nur einen Ausgang. 7 Minuten? Ne, 9 Minuten haben die dafür Zeit. Und ja, machen wir weiter. Wie gesagt, legen wir los. Lass diese Challenge beginnen. So, endlich wieder im normalen Alltag sozusagen, ne? Ja, wie gesagt, mit dem Pausebildschirm und so. Aber zum Glück hat der Pausebildschirm, habe ich mir den mal damals eingerichtet. Normalerweise mache ich eigentlich keine Pausen, aber, ne? Aber ich denke mal, er war ansehbar, oder? Es war jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, Augenkrebs. Nein, Quatsch. Ich habe noch vor, dort halt da noch ein paar Videos von mir einzubinden. Auf jeden Fall, weil wenn ich mal wieder einen längeren Stream machen sollte, ne? Und, ich hoffe so, die Musik wird überhaupt abgegriffen. Eigentlich sollte sie abgegriffen werden im Hintergrund. Na, ihr könnt mir ja mal sagen, nicht, dass ich sie nur selber höre, aber eigentlich sollte sie abgegriffen werden von OBS. Na, ich habe ja OBS Studio. Na, das habe ich ja umgestellt. Es gab dann, da gibt es noch so ein, zwei Probleme, wo ich doch irgendwie so, ne? Ja. So, 490 Sekunden sind Zeit, ne? Ich hoffe, die Leute, die jetzt noch mit dabei sind, schaffen es alle noch, ne? Wie gesagt, ansonsten die Leute, die noch auf dem Server sind, sind ja noch 99, ne? Ihr könnt bei uns noch Sky-PvP zocken oder ähnliche Sachen, XP-PvP, ne? Unter anderem über Creative oder Prison, ne? Es gibt hier noch eine Menge zu tun. Und wie gesagt, ich kann euch ja morgen auf jeden Fall nochmal sagen, morgen ab 16 Uhr müsst ihr auch alle wieder dabei sein, auch im Stream. Okay, wir haben anscheinend einen Scherzkeks da. Ja, okay, ich sehe gerade nebenbei, ich habe noch gelabert, ne? Und jemand will uns da so ein bisschen die Tour verderben, ne? Und ich muss, nebenbei... Ach, das ist aber wieder nicht so nett. So, ja, unser Teamspeak ist leider wieder abgeschmiert. So, die gehen anscheinend wieder auf den Regie-Teamspeak, ne? Und... Moment, ich werde da auch nochmal rüber gehen. Oh Mann. Das ist so herrlich, ne? So, Moment, wir müssen das natürlich nochmal neu eingeben. Hier. Und dann war das. Müsste hoffentlich die richtige gewesen sein. Moment. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wird das jetzt abgegriffen? Nee, eigentlich sollte das nicht abgegriffen werden. X-Apple, danke für den Follow. Mitten im Chaos, wie gesagt, das tut mir echt leid. Aber ohne Teamspeak ist immer ein bisschen doof. Na, ich muss nochmal kurz gucken. Die IP wurde ja gerade nochmal gepostet hier im Modchat. Moment. Das muss ich gerade selber nochmal gucken. Das Spiel geht natürlich nebenbei weiter. Ich hoffe, die Leute, Moment. Da haben es schon einige Leute geschafft. Ich habe es schon gesehen. Und... Habe ich irgendwas falsch eingegeben? Jetzt muss ich tatsächlich nochmal gucken. Ja, eigentlich habe ich die IP richtig eingegeben, ne? Ich werde mich mal probieren zu verbinden. Ah, okay, alles klar. Warte mal, Seta, wo bist du? Warte, Seta. Jetzt kannst du reden. Ich bin da. Und wieso geht jetzt genau in diesem Moment der andere Teil? Der andere ist wieder da. Wir bleiben hier. Ja, der ist wieder da. Ich verbinde mich im neuen... Wir nehmen einfach jetzt kurz beide. Ich verbinde mich kurz im neuen Tab drüben, ne? Ja. Und...
Und dann machen wir auch gleich weiter. Alter. Wir nutzen jetzt einfach beide. Ne? Also, liebe ja, okay. Leute, ne? ihr könnt einfach für die Leute, die hier auch im Teamspeak gerade sind, einfach auf Verbindung umgehen und dann unsere IP eingeben oben und dann im neuen Tab verbinden. Also nicht auf Verbinden klicken, sondern im neuen Tab. Dann seid ihr in beiden Teamspeaks halt drin. Ne? Dann könnt ihr das auch machen. So, bis gleich. Was? Beide TS nutzen. Tom, das brauchst du nicht. Nimm's auf einen anderen TS. So, hier gehen wir natürlich auch. Wir müssen. So, jetzt sind wir auch wieder hier. Ne? Ich denke mal, das haben alle verstanden, soweit ich mitbekommen habe. Ne? Oben auf Verbinden gehen, dann halt unsere IP dann halt noch eintragen und die andere IP. Und dann im neuen Tab verbinden. Dann habt ihr beide TeamSpeaks halt sozusagen offen. Und in einem könnt ihr dann halt oben reden, halt, indem ihr das Häkchen dran macht. Ne? Und ansonsten, die Challenge geht ja weiter. So, im Stream geht es jetzt auch ganz normal weiter. Ne? Und sorry für das Standbild gerade. Ne? Wie gesagt, der Stream ist nicht abgestürzt oder so. Es läuft alles ganz normal weiter. 22 Sekunden sind noch Zeit. Nur, wir müssen gerade nebenbei da halt, ne? Gibt es jemanden, der uns den Spaß verdirbt? Aber wir arbeiten gerade schon daran im Hintergrund, nehme ich mal an. Und es geht weiter. So. Ansonsten wird geschrieben, Adrian 2003 Kapo. Ja, das war wirklich so tatsächlich Kapo. Ne? Und muss mal gerade kurz gucken, auf welchem. Achso, okay, alles klar. So, wie viel können gewinnen? Es können 10 Leute auch gewinnen, ne? Müssen nur mal gucken. Aber 10 Leute werden es nicht schaffen. Bisher haben es tatsächlich maximal, war glaube ich das, was wir geschafft haben. Oder an die Regie können wir auch nochmal fragen. Ja, lieber Inan, tut mir leid, dass, ne, heute, wie gesagt, aber daran kannst du ja nichts, ne, wie gesagt, aber, genau, unser normaler Teamspeak geht auch wieder, einfach wieder einen Rundruf halt normal machen, ne. Und ich habe jetzt im Hintergrund dann, glaube ich, auch die Konsole gerade offen, so bis es neu starten könnte. So, und ansonsten, wie gesagt, machen wir mal weiter. So, 160 Sekunden und die versuchen natürlich hier das Labyrinth jetzt alle zu schaffen, aber, ne, ob sie es schaffen, wir haben heute ein Glück, Leute, ne? Jetzt fängt es auch noch gleich zackig an zu regnen. Na, aber wir machen natürlich erstmal wieder, So, ich weiß jetzt, warum da bei Ark. Das kommt wahrscheinlich durch den Mod, ne, lieber NTLP? Kannst du wahrscheinlich schreiben. Schwarze Nacht, ob du noch mitmachen kannst? Wenn du schon in der Lobby halt warst, vorm Labyrinth sozusagen, also noch in-game warst, musst du einfach mal versuchen reinzukommen, / Event. Ne, und dann wirst du sehen, ob du mitmachen kannst, aber ansonsten, wenn du noch gar nicht mitgemacht hast am heutigen Abend sozusagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob du schon drin warst, geht's leider nicht, ne, weil die Leute hier schon fast zwei Stunden, na gut, anderthalb Stunden circa, das beim Event hier bei sind, ne, ich glaube gar nicht, oder wie lange haben wir den Stream? Ja, anderthalb Stunden, Entschuldigung, ne, und ja, deswegen wird's wahrscheinlich schwer, aber morgen, wie gesagt, 16 Uhr seid alle dabei bei der TJF Fußball-WM, das wird auf jeden Fall... Das waren alles die Illuminaten. Naja, die haben damit, glaube ich, nichts zu tun diesmal. Ne? Es war einfach nur jemand, der uns heute ganz klein bisschen den Spaß verderben wollte und mich kurz nur nerven wollte. Und gerade Glück hatte, dass keiner unserer normalen Advents gerade im Hintergrund sozusagen da war. Sondern halt, zwar auch wichtige Server-Leute sozusagen, aber naja. So, Hans09, ich bin Zuschauer und kann nicht fliegen. Dann bist du wahrscheinlich ausgeschieden. Dann bleibe ich mal ab und zu mal kurz an so einer Stelle stehen, wo du halt auf jeden Fall auch hinspawnen kannst.